Sie kennen das aus der klinischen Praxis, da sage ich Ihnen jetzt nichts Neues. Es ist typischerweise kann die Orthopädie, die Traumatologie, die Bedürfnisse von älteren Patienten mit Frakturen alleine nicht wirklich abdecken. Das kennen wir und darum sind wir auch heute gemeinsam an diesem Symposium. Es besteht die Notwendigkeit von gut ausgebildeten Pflegefachkräften. Und diese Pflegefachkräfte, die müssen über ganz spezielle oder spezifische Kompetenzen verfügen. Warum müssen die über diese Kompetenzen verfügen? Der Fazit hier ist, wie Sie das vorher schon sehr oft gehört haben, es geht um multimorbide, gebrechliche Patienten, die eine Fraktur hatten und diese Patienten haben spezielle Bedürfnisse. Und dann vielleicht auch zweimal. Eine Möglichkeit, wie wir damit umgehen können oder wie wir diese Patienten vielleicht behandeln können, ist natürlich, ich weiß nicht, ob Sie dieses Gemälde kennen, der Jungbrunnen. Das ist eine Möglichkeit. Auf der linken Seite sehen Sie, wie die Frauen in den Brunnen steigen und auf der rechten Seite ist man wieder jung. Man hat das Ganze also überstanden. Da das eigentlich nicht möglich ist bei uns zur jetzigen Zeit, spreche ich jetzt über die Orthogeriatrie in der Pflege. Wie vorher auch schon erwähnt von unserem Kollegen hier, geht es hier immer um eine multidisziplinäre und eine interdisziplinäre Zusammenarbeit. Und in dieser Zusammenarbeit braucht es eine spezialisierte Pflege für ältere Personen mit diesen orthopädischen Erkrankungen. Das heißt, ich möchte wirklich das ansprechen, es braucht Wissen, es braucht Leistungen der Orthopädie und der Altersmedizin in der Pflege. Und was dann natürlich noch dazu kommt, meistens werden diese Patienten, die diese Frakturen haben, in einem stationären Umfeld behandelt. Was wir auch wissen, ist, dass Pflegefachkräfte nach ihrer Ausbildung keine spezifische Weiterbildung haben für diesen Bereich Orthogeriatrie. Das heißt, alles, was wir weiterhin brauchen, wird, oder das Wissen, das notwendig ist, wird eigentlich auf dem Kenntnissen der früheren Ausbildung aufgebaut. Und jetzt steht's. Tut mir leid. Ah, doch. Was ich aber jetzt ansprechen möchte, ist, dadurch, dass spezifisches Fachwissen vorhanden sein muss, dass es das braucht, spreche ich hier von einer gewissen Komplexität der orthogeriatrischen Pflege. Warum gibt es denn diese Komplexität? Wir sprechen hier von mehreren ineinandergreifenden Problemen, mit die sich der Patient bei uns auf den Abteilungen im Notfall und dann auf den Abteilungen wie dann auf dem Reha-Bereich meldet. Das heißt, die Thematik ist, es gibt Breite und Tiefe in der gesundheitlichen Versorgung der älteren Menschen sind verstärkt. Und ich werde in der nächsten Folie Ihnen dann nochmal ganz kurz zeigen, was ich unter dieser Komplexität eigentlich verstehe. Und diese Komplexität zeigt sich eigentlich auf drei Ebenen und die betrifft die Person natürlich, die betrifft die Fraktur oder die Art der Fraktur, die stattfindet und auch das Pflegesetting, wo der Patient am Ende des Tages dann behandelt wird. Und all diese Faktoren, die haben signifikanten Einfluss auf die Behandlungsergebnisse der Patienten. Und das sind natürlich ganz wichtige Themen, da die Pflege 24 Stunden am Patienten ist, 7 Tage in der Woche, um genau diese Themen zu adressieren. Da sehen Sie, was wir unter dieser Komplexität in der Pflege eigentlich verstehen. Auf der linken Seite sehen Sie die Person, die zu uns auf den Notfall kommt. Sie ist frail, sie ist gebrechlich, das haben wir heute schon öfters gehört. Und die Person ist auch multimorbid, hat mehrere Erkrankungen, ist zu Hause gestürzt und kommt zu uns. Die Fraktur ist natürlich auch ein wichtiger Faktor da. Es geht um die Aufnahme im Notfall, die Behandlung im Notfall, wo der Patient spezifische Bedürfnisse hat, wo die Betreuung der Altersmedizin eigentlich schon in den Vordergrund rückt.
Es geht um die Post, also es geht um die chirurgische Behandlung, die postoperative Heilung und dann natürlich auch die Rehabilitation und die Weiterbetreuung des Patienten. Um das alles zu berücksichtigen, um das alles zu behandeln, benötigen wir ein bestimmtes Wissen. Und die Frage ist natürlich, was ist das spezifische Wissen, das hier gebraucht wird? Wir sind der Meinung, die orthogeriatrische Pflege ist eigentlich ein aufstrebender Zweig. Es ist ein hochspezialisierter Zweig. Und wie gesagt, es braucht Fähigkeiten der geriatrischen sowie auch der orthopädischen Pflege. In der Praxis müssen beide Fähigkeiten zusammengebracht werden. Und in der alterstraumatologischen Pflege bedeutet das Alter sowie die Funktionsfähigkeit und die Art der Fraktur muss eigentlich in die Planung, muss in die Durchführung und muss auch in die Versorgung des Patienten mit einbezogen werden. Um das eigentlich aufzunehmen, was ich Ihnen da jetzt präsentiert habe und damit neue Richtlinien, neue Pflegerichtlinien zu etablieren, haben wir uns voriges Jahr in Mai in Italien getroffen. Das ist ein Team von Experten, Pflegeexperten, die sich genau mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben. Wir haben 2 Tage lang daran gearbeitet. Und was da rausgekommen ist, ist eigentlich dieses Buch. Und dieses Buch, Frailty Fracture Nursing, ist ein Buch, das diese Richtlinien, die Sie für die Pflege, für die Behandlung dieser Patienten im Alltag verwenden können, um die optimale Versorgung zu gewährleisten. Das Buch ist seit Oktober, Anfang Oktober erhältlich und ist jetzt 35.000 Mal runtergeladen worden, eigentlich schon. Das Buch ist vom Springer Verlag und ist kostenlos verfügbar. Die Frage ist natürlich, was sind die Richtlinien, was sind die Pflegemaßnahmen, die für uns wichtig sind? Ich habe Ihnen da die Kapitel aufgeführt. Es ist natürlich so, dass die Behandlung all dieser Themen eigentlich den Rahmen dieser Präsentation sprengen würde. Wir haben natürlich den Beginn mit Osteoporose, Frailty, Stürze, Prävention. Wir beschäftigen uns auch mit der umfassenden geriatrischen Assessment der Patienten, die Pflege vom Notfall über die Aufnahmestation bis über die Behandlung auf den Abteilungen bis über die Weiterbetreuung der Patienten dann und auch die Rehabilitation dann in der weiteren Betreuung der Patienten. Auch medizinische Themen werden auf der rechten Seite angesprochen. Die Kubitusprävention, wir haben heute schon gehört, Ernährung, Flüssigkeitsmanagement, das sind alles Themen, die genau aufgenommen werden. Diese Themen können in einem Kurs eigentlich angeboten werden. Wir waren voriges Monat auf dem UGMS und haben das eigentlich in einem Satelliten-Workshop, in einem ganztägigen Workshop angeboten. Die Herausforderungen oder die Kontroverse, die wir damit aber auch haben werden, ist, wenn wir natürlich Pflegende ausbilden möchten, diese Richtlinien zu implementieren, die Pflegepraxis zu verbessern, ist das so, dass wir qualitativ hochwertige Pflege haben, die aber immer arbeitsintensiv ist. Das ist eine schwierige Herausforderung und dazu braucht es ausgebildete, hochqualifizierte Pflegefachkräfte. Das schaffen wir aber nur, wenn auch die Führung und die Hilfe für diese Personen gegeben ist. Wir haben gleichzeitig, da wir die Pflegefachkräfte besser ausbilden möchten, aber auch die Thematik, dass wir immer mehr ältere Pflegefachkräfte bei uns im Beruf haben, das ist eine Schwierigkeit. Und teilweise gibt es auch einen Mangel an politischem Willen, die Pflege eigentlich adäquat zu finanzieren, um das
zu gewährleisten. Das heißt, es gibt fast einen globalen Mangel an diesen hochqualifizierten Pflegefachkräften. Was wir aber auch wissen, ist von der RN Forecast-Studie, das ist eine europaweit, aber auch nordamerikaweite Studie, wo auch die Schweiz mitwirkt, ist, dass die zunehmende Arbeitsbelastung und die schlecht aus oder nicht so gut ausgebildeten Pflegefachkräfte, wenn wir da eine Zunahme dieser Arbeitsbelastung haben für das Personal, und wenn wir von 8 auf 9 Patienten gehen, pro qualifizierte Pflegefachkraft, erhöht das die Wahrscheinlichkeit eines verfrühten Sterbens innerhalb von 30 Tagen um 7% dieser Patienten, die da betreut werden. Und das führt ganz oft auch zu verpasster Pflege. Und das tritt auf, weil das Pflegepersonal in diesem Zusammenhang Schwierigkeiten hat, Maßnahmen zu nehmen oder diese Pflegerichtlinien, die wir in diesem Buch beschreiben, wirklich umzusetzen, um Komplikationen an diesen Patienten dann zu vermeiden. Das heißt, am Ende vom Tag ist das eigentlich für unsere Patienten, hat das sehr schlimme Folgen, wenn das nicht richtig umgesetzt wird. Was sind unsere zukünftigen Pläne? Wie möchten wir das weiter umsetzen? Der Gedanke daran ist das, dass wir in der Pflege eine Interessensgruppe bilden und diese Interessensgruppe sich speziell mit der orthogeriatrischen Alterstraumatologie Patienten in der Pflege auseinandersetzt. Das Programm, eine Einführung in Europa jetzt geplant ist. Wir haben das umgesetzt in Manchester, wir haben es umgesetzt in einigen Städten in Deutschland auch schon. Wir sind auch daran, diese Richtlinien und diese Pflegepraxisentwicklung auch in der Schweiz einzuführen. Natürlich wäre es schön, wenn wir das weiterhin auch außerhalb von Europas einsetzen können und dann die Wirksamkeit dieses Programms evaluieren können. Der nächste Schritt unserer Gruppe ist auch, dass wir ein Paper publizieren werden, das dem Pflegepersonal hilft, wie sie diese Richtlinien eigentlich Schritt für Schritt implementieren können.